Hallo und herzlich willkommen zurück bei Banished. Unsere schöne Kathedrale, wie sie den Aufbau betreibt, steht hier vor uns. Ich bin mal wirklich für diese Zwischenschritte gespannt, deswegen gucke ich immer wieder mal vorbei. Ja, gucken wir mal weiter. Also wir haben noch die eine Fischerhütte hier unten, die noch gebaut werden muss. Die Felder hier oben sind so langsam mal fertig. Jetzt mit der Brücke kommen die Leute auch ein bisschen besser unten an die Sachen dran. Haben ja so gar nichts gemacht, als sie dann quer durch den Wald laufen sollten. Ich kann es verstehen, der Wald ist dicht und voller Schrecken. Da hätte ich auch schon so ein bisschen Bammel. Gut, was ich noch überlegt hatte, mir zu machen. Wir haben ja so ein bisschen Zeit nebenher, bis hier die Felder. Das ist auch fertig, sehr schön. Die habe ich ja gar nicht angeklickt, deswegen sehe ich das gar nicht. Kartoffeln habe ich gemacht, Weizen habe ich gemacht. Ich mache nochmal Kohl. Der Helmut. Genau, dann haben wir das. Dann würde ich gerne noch diese andere Fischerhütte machen. Mach ich die hier hin? Eigentlich passt es besser hier auf die Seite, weil hier ist auch so mehr so. Wisst ihr was? Ich weiß, ne? Aber. Aber. Ja. Ich hatte ja in einem kleinen Video angekündigt, dass wir auf die RPC fahren. Und da waren wir auch. Und ja, von meiner Seite aus kann ich auf jeden Fall sagen, RPC super geil, immer wieder schön. Man trifft Leute, die man sonst so im Jahr so kaum sieht. Was mich immer wieder freut. In dem Zuge, hi Sadie. Und es ist eigentlich, ja, wie gesagt, es ist halt wie die Gamescom eine der Veranstaltungen, auf die ich echt gerne gehe mittlerweile. Das war jetzt auch das dritte Jahr in Folge. Und ich bin immer wieder positiv überrascht. So, wir haben kein. Ja, das mit den Lebensmittelvorräten ist okay. Das haben wir gefixt. Also da fixen wir gerade dran rum. Und ich kann echt nur sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Man hat ein paar Leute wieder gesehen. Wie den lieben Herrn Funk Royal. Was wie immer sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Der Mops Papa. Gronkh wurde ein wunderschönes Ständchen. Alter, willst du mich verarschen? Gronkh wurde ein wunderschönes Ständchen erbracht, kann man so sagen. Ich habe mir einen Sonnenbrand geholt. Ja. Die RPC, die in einer riesigen Halle ist, mit einem winzig kleinen Außenbereich, wo ein hübscher, sehr, sehr hübscher Mittelaltermarkt immer ist. Da sind sehr, sehr schöne Wildvögel gewesen. Ich sag nur, Perseus ist ein wunderschönes Waldkätzchen. Also ein richtig süßer Waldkauz gewesen. Richtig niedlich. Und Firebug ist so durchgedreht, weil die den letztens in Menden schon gesehen hat. Unglaublich süße Tiere. Und ich habe mir Sonnenbrand geholt, weil ich ein paar Mal draußen rumgesprungen bin und über den Mittelaltermarkt gelaufen bin. Und dachte mir dann noch so, ich und Sonne, wir werden keine Freunde mehr, deswegen ich. Ich habe wieder die mega schlechte Beleuchtung hier an. Es tut mir leid, also besseres Setup kriege ich noch nicht hin. Ich und Sonne, wir werden keine Freunde mehr, zumindest nicht momentan. Wir haben mehr produziert, als dass wir. Perfekt. Wir haben wieder einen Überschuss. Also wir werden echt momentan. Also momentan ist gut. Wir werden seit Jahren keine Freunde mehr. Aber damit muss ich leben. Damit muss die Sonne leben. Na, die Sonne kann da nichts für. Ich musste ja damit leben, weil. Ich hätte jetzt halt nicht gedacht, dass es so sonnig wird und habe natürlich die Sonnenmilch zu Hause vergessen. Also nicht vergessen, sondern zu Hause gelassen. Bewusst. Oh ja. Die Retourkutsche bekam ich. Ich kam nach Hause und man konnte, wie heißt es so schön, Spiegeleier auf meinen Schultern braten. Weniger schön, aber passiert. Aber hey, ich habe Farbe gekriegt. Das ist, man sieht es nicht. Aber hey. Nein. Ist nicht so schlimm. Also war nicht so schlimm. Tat auch nicht so weh. Hatte da irgendwie 2 Tage leichte Beschwerden. Aber, ja, passiert halt, ne? Ich und Sonne, das ist immer wieder ein Spaß. Sonst, ja, was gab's noch so Schönes? Wunderschöne Stände. Also hätte ich mehr Geld dabei gehabt, hätte ich mich wahrscheinlich da tot kaufen können.
aber es ist die RPC, man kann sich da immer tot kaufen. Was gibt's noch zu sagen? Ich muss gestehen, wenn ich zur RPC, also zu solchen Veranstaltungen fahre, ich gehe selten in irgendwelche Workshops oder Lesungen oder ähnliches. Ich fahre meistens wegen den Leuten hin. Klar, ich gucke mir die Stände so an, gucke, ob da irgendwas Interessantes ist, ob ich da irgendwelchen interessanten Merch oder so finde, den ich gerne mitnehmen möchte. Ich sehe Eisen, was ich vorher nicht gesehen habe. Das will ich haben. Aber sonst fahre ich halt überwiegend wegen den Leuten hin, wegen den Leuten, die ich da treffen kann. Und sag denen dann Hallo, quatsch mit denen und freue mich einfach. Das sind immer so meine Gründe, warum ich auf Veranstaltungen fahre, wegen den Leuten. Deswegen habe ich, sag ich mal, ich habe es ja auch angekündigt hier über den Channel. Ein bisschen sehr, sehr knapp, ich weiß. Aber ich wusste nicht, ob es im Stream schon genannt wurde. Halt, dass wir da sind. Einfach, weil ich Bock habe, Leute zu treffen. Und warum nicht ihr, wenn ihr da seid? Beim nächsten Mal sind wir auf der Gamescom, soweit ich mich entsinne. Also, warum nicht einfach mal treffen und Hallo sagen, ne? Schaden tut's auf jeden Fall nicht. Macht Spaß, ist lustig. Bin ich immer wieder für. Muss ich ja so sagen, ne? Mir macht das schon immer sehr viel Spaß. Gerade deswegen, ja, nicht gerade deswegen, aber deswegen gehe ich halt gerne auf Veranstaltungen. Man kann Leute treffen, man kann sich mit denen unterhalten. Man kann einfach eine sehr chillige, angenehme Zeit miteinander verbringen. Und man kommt mal raus. Weil sonst ist es ja bei mir momentan so, Arbeit, PC, Arbeit, PC. Also PC im Sinne von, ja, ich nehme Banished auf, ich bearbeite Banished und da, das meinte ich mit von wegen, da wird ein bisschen was von der Ernte kaputt gehen. Aber 700 Paprika haben sie noch gekriegt. Und wenn sie sich jetzt nicht dumm anstellen, haben sie sogar noch 600 Bohnen rausgehauen. Sehr, sehr geil. Komm, 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 mach das noch weg. Valarisol. Valarisol. Nee, schade. Aber sie haben echt noch super was rausgehauen. Finde ich. Ich bin begeistert von euch Leuten, die jetzt nächstes Mal. Hätte ich fast gesagt, nächsten Split. Nächsten Spring Split. Werden dann die anderen Felder in Auftrag. Also werden dann die anderen Felder aktiv. Vergesst, was ich gesagt habe. Nächsten Split. Ja. Ich bin auf LOL, ich merke das schon. LCS hat gestartet. Von den Spielen, die ich sehen wollte, habe ich nur einen Spieltag mitbekommen, weil ich am zweiten arbeiten musste. Das wird nächste Woche nicht anders werden. Aber hey! Das wird auf jeden Fall noch spannend werden, diesen Split. Und dann bin ich ja noch bald in Berlin. Also, es ist eine Menge, Menge los und es ist eine Menge, Menge zu tun. Und ich freue mich unglaublich drauf. Weil ich in Berlin auch ein paar Leute treffen werde, halt auch welche von unseren Twitch-Viewern. Also wir streamen, ich gehöre ja zu der Gruppe Diversity Gaming, steht ja auch überall im Banner und alles. Wir streamen ja immer mittwochs und sonntags und einige von unseren LOL, ja, ich sage jetzt mal LOL-Zuschauern, keine Ahnung, die kommen halt auch zur LCS und da werde ich halt auch ein, zwei Leutchen treffen. Ich freue mich. Das wird schon cool. Wahrscheinlich wird es mega stressig werden, diese 10 Tage unterwegs zu sein. Aber was soll's. Deswegen muss ich jetzt auch vorproduzieren, damit ich das hier alles noch gewuppt kriege. Sonst wäre das echt schlecht. Wow, baut ihr das schnell, baut ihr das schnell. Okay, da gibt's auch nicht viel zu bauen, ne? Da hast du einen Teich. Da hast du einen hübschen Teich. Ja, da hast du einen Teich. Ja, jetzt hast du einen hübschen Teich. Wo ist denn der? Bin ich blind? Ich bin blind. Ah. Geht unter Normalfischer. Guck mal, jetzt haben wir auch so ein naturbelassenes Ding mitten so in den Berg reingestompt. Aber egal. Hauptsache, wir kriegen dadurch Nahrung. Werdet ihr jetzt alles Fischfresser? Das ist super. Das ist perfekt. Nice.
Jetzt baue ich hier noch ein paar Hütchen. Ich baue momentan wieder die kleinen Hütten. Einfach weil ich irgendwie finde, die kleinen Hütten passen zu diesem Arbeitertum irgendwie mehr. Die großen Hütten sind ja echt so. Also hier ist so Land und so. Hier sind zwar auch große Hütten. Aber es ist halt auch hier halt zwischen der Stadt. Hier ist die Stadt im Prinzip. Hier sind große Hütten. Hier sind dann halt die kleineren, weil es hier dann in diesen ländlichen Teil geht. Hier ist halt ein komplettes Industriegebiet. Und das gleiche ist dann halt hier unten. Das sind halt auch, hier oben sind die größeren Hütten, weil es hier auch schon wieder Richtung Stadt geht. Und hier sind dann wieder die kleinen Hütten. Weil halt, ja, weil es dann halt wieder in dieses industrielle Gebiet geht. Finde ich eigentlich sehr, sehr cool. Na, guck mal, wie weit seid ihr denn jetzt hier? Ich bin jetzt 30, trinke mir einen Schluck Kaffee. Ich habe ihn ja hier stehen und wäre schade, wenn er kalt wird. Sekunde. So. Lebensmittelvorräte sind fast aufgebraucht. Ich weiß. Da arbeite ich ja gerade gegen. So, lecker Kaffee. Njom, njom, njom. Deswegen, das ist jetzt die erste Aufnahmesession meiner Vorproduktion, sage ich es jetzt mal so liebevoll. Weil ich möchte natürlich, wenn ich dann unterwegs bin, dass ihr regelmäßig immer noch Folgen kriegt. Ich werde ja auch auf der Reise, werde ich auch vloggen. Aber ich habe einen alten Laptop, der ist froh, wenn er angeht. Und ich brauche diesen alten Laptop, um die Daten von meinen SD-Karten auf die externe zu packen. Das heißt, der alte Laptop kommt mit. Der alte Laptop ist aber nicht in der Lage zu schneiden und zu rendern. Das heißt, ich werde während der Reise aufnehmen und sobald ich wieder zu Hause bin, werde ich mich dran setzen und die Sachen schneiden und rendern und dann auch dementsprechend nach und nach hochladen für euch. Das heißt, die Reise werdet ihr im Prinzip nachträglich erleben. Deswegen, was sowas angeht, wenn ihr da irgendwie auf dem aktuellen Stand seid, folgt mir am besten auf Twitter. Weil ich werde während der Reise, werde ich twittern, ich werde Bilder posten und ähnliches. Vielleicht auch kleine Videos, ich muss noch gucken. Aber das wird dann halt so das Medium sein, wo man mich dann am ehesten sieht, wo ich gerade rumspringe. Weil alles andere wäre halt. Das wird halt nicht funktionieren. Dafür ist meine Technik noch nicht ausgereift genug, wie man es an der Webcam sieht. Aber, naja. Ich arbeite dran, deswegen bin ich hier. Dass das alles besser wird. Ich bin mal gespannt, wann ich hier den ersten. Ach, das sind schon. Der ist ja schon zugange hier fleißig. Das sehe ich ja jetzt erst. Joa, einer steht da und beide halten sie die Angel rein. Nice. So, hier kommt dann noch einmal noch ein Feld hin. Ich habe so Angst, dass wir nicht genug Nahrung haben, weil auch die ganze Zeit die Anzeige meckert. Die eigentlich Kohle hier drin? Ja, ihr habt Kohle und Brennholz. Ja, geil. Brennholz, Honig. Kommst du eigentlich mit deiner Produktion an Wintermänteln überhaupt noch hinterher? Also wir bräuchten, wie man es gerade sieht, da hat auch gerade jemand gefroren. Wir bräuchten eigentlich noch einen zweiten Schneider. Das ist das Krankenhaus, genau. Wir bräuchten noch einen zweiten Schneider, den packe ich dann aber, glaube ich, hier oben hin, weil der Marktplatz. Was haben wir denn hier? Haben wir. Ne, wir haben keine Wolle. Ah, das wird er sich holen. Dann packe ich aber den hier hin. Einfach nur ein bisschen Abwechslung zu kriegen. Bin ich blind? Ich bin blind. Komm, packen wir den mal neben das Hostel. Weil wir haben echt wenig, 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 wenig Mäntel. Muss man ja wirklich so sagen, das sind die beiden Mühlen, das ist der Schmied. Wollen wir noch eine Taverne bauen? Eine haben wir ja hier schon stehen. Aber die hat nicht genug. Wir bräuchten eigentlich noch mehr. Hier mehr Honig. Wir brauchen definitiv mehr Honig.
Weil die Bäcker kommen auch nicht hinterher. Gut, dann brauchen wir nochmal Honig. Jetzt mal hier so langsam alles abklamüsern, was wir noch brauchen. Ich werde trotzdem eine zweite Taverne bauen. Das ist aber die. Das ist die gleich wie hier unten, ne? Gucken hier. Ja, das ist die gleiche. Wie sieht die Taverne hier aus? Die sieht so aus. Ja, dann packe ich die andere jetzt nach oben. Mir auch egal. Damit man einfach so ein bisschen Variation hat, weißt du? Packen wir hier das Wirtshaus hin. So schimpft es sich ja wirklich. Und dann brauchen wir. Wir müssen hier auf jeden Fall noch mehr. Na, wir brauchen mehr Nahrung als Häuser. Beekeeper. Packen wir hier noch einen hin. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt fange ich hier an zu übermütig zu werden. Wir brauchen definitiv mehr Weizen, weil dann werde ich noch Bier brauen lassen. Bohnen, Weizen, Mais, Kohl, Kartoffeln. Man merkt, wie mittlerweile hier alles so mit ineinander übergeht. Die ganze Map wird immer. Immer größer. Was hast du denn dabei? Ich brauche keine Samen mehr. Ich brauche Essen. Wenn dann. Wo war ich? Ich war hier. Ist das alles Eisen? Ich habe das bis dato noch nicht gesehen. Tatsache. Es ist immer wieder krass, wie wir bauen uns immer weiter und weiter und dann vergisst man total, was für Vorräte da noch sind. Einer friert. Wir brauchen definitiv den zweiten Schneider. Was sagen, wie heißt das Wort? Cheate mit meinen Straßen wieder. So. Ich hasse mich dafür, aber. Eisen, 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 Eisen. Eisen, 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 überall ist Eisen. Oh mein Gott. I need it. Perfekt. Wisst ihr dafür, was da ist? Hast hier so eine kleine Schneise mit so ein, zwei Häuserchen. Weil hier drüber geht's eh nicht. Das sieht so hübsch aus. Guckt euch das mal an. So mit hübschen kleinen Seerosen, mit so Farnzeugs an den Seiten. Richtig hübsch. Dann haben wir auf jeden Fall noch mehr Essensmöglichkeiten hier. Also noch mehr Fisch. Fisch ist immer so die Standardlösung meines Erachtens. Also in meinen Augen ist Fisch immer so die Standardlösung, was alles angeht. Und hier sind sie immer noch am Bauen. Aber gut. Ich bin wieder ganz dreist und cutte genau hier. Und wie immer regnet's. Da kann ich leider nichts gegen tun. Es ist einfach. Es ist. Ich hätte es nicht City of Legends nennen sollen, sondern London. Das käme aufs Gleiche hinaus. Zumindest vom Wetter her. Ja. Ja. Ein bisschen gequatscht über die APC, über die Reise. Auch der Grund meiner Vorproduktion hier gerade. Und sonst würde ich einfach mal sagen, diese Folge war sehr ruhig, erstaunlicherweise. Die Eisenvorräte haben sich sehr, sehr gut erholt, nachdem die Kirche, also die Kathedrale, soweit alles hatte. Jetzt sind sie am Bauen. Und bauen, die werden auch wahrscheinlich noch 3 Folgen brauchen, bis sie fertig sind. Sonst bin ich einfach mal gespannt. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir richtig, richtig massig an Nahrung jetzt reinkriegen. Ich muss noch gucken, wie.
Habe ich vielleicht noch ein, zwei hier Sammler. Heißen die Sammler? Ja, Sammler hole. Die können dann sowas wie Bohnen, Beeren und sowas noch holen. Da haben wir nämlich irgendwie nur ein oder noch ein paar Jäger baue. Baue ist gut, anbaue, wie auch immer. Was ich sehr lustig finde, ist halt, wir haben halt, beziehungsweise wir haben halt nur diesen einen Förster, der reicht auch voll und ganz. Wir haben eine Kräuterfrau, die reicht auch voll und ganz. Und wir brauchen mehr Kleidung. Wir brauchen ganz, ganz dringend mehr Kleidung für unsere Leute, damit die genug zum Anziehen haben. Ich werde dem neuen Schneider auf jeden Fall sagen, er soll Lederkleidung nur machen. Einfach, weil ich glaube, es hapert an der Wolle. Und wir brauchen mehr Honig. Gut. Das brauchen wir alles mehr und das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich wünsche euch soweit noch viel Spaß und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis bald. Tschüss.